So, ich spreche jetzt mal etwas an, was ich denke mal sehr viele beschäftigen dürfte. Klimakleber, Klimaaktivisten, wie auch immer sie sich nennen lassen wollen. Es ist ja an sich richtig, wofür die Aktivisten, sage ich mal, einstehen. Es ist richtig, dass mehr auf die Umwelt geachtet werden soll und so weiter. Da bin ich auch voll dafür, da bin ich auch voll dabei. Aber die Art, die die Klimaaktivisten, die Klimakleber anwenden, sich auf Straßen festzukleben oder irgendwelche Häuser, irgendwelche Bilder oder hast du nicht gesehen, mit Farbe zu verschandeln, zu verunstalten. Das ist mal der falsche Weg, weil irgendwas mit Farbe zu verschandeln, das ist eine Beschädigung, die keinen Sinn macht, definitiv nicht. Und sich auf der Straße festzukleben, das ist sogar, wie ich das vor ein paar Wochen in meinem Lied, was ich gedichtet habe, die Klimakleber, wie ich das da drin auch schon erwähne, das ist Menschenleben gefährdend. Weil, wenn ihr euch an die Straße klebt, wenn ihr euch auf der Straße festklebt, blockiert ihr auch den Weg für Einsatzfahrzeuge, für Feuerwehren, für Rettungsfahrzeuge, für Polizeifahrzeuge und so weiter und so weiter. Ihr blockiert die Straße und der Rettungswagen kommt nicht rechtzeitig zu seinem Patienten. Oder die Feuerwehr kommt nicht rechtzeitig zu ihrem Einsatz, wo ein Unfall ist oder wo es brennt oder hast du nicht gesehen. Und was ist da der Sinn dabei? Wo habt ihr da was Gutes fürs Klima getan, wenn ihr Menschenleben gefährdet? Also die Aktionen sind nicht sinnvoll. Die sind sogar hinderlich. Dieses Wege blockieren ist hinderlich. Und irgendwo Farbe drauf kippen ist einfach nur Beschädigung, ist einfach nur schädigend. Also auch nicht sinnvoll. Damit bewirkt ihr nicht, was ihr bewirken wollt. Ihr wollt bewirken, dass ihr gehört werdet, dass die Leute mehr auf Klimaschutz, auf Umwelt und so weiter achten. Das verstehe ich alles, das ist alles gut, das ist auch alles richtig. Aber auf die Art bewirkt ihr nur, dass ihr die Leute gegen euch aufbringt. Und damit werdet ihr nicht erhört. Damit werdet ihr, auf gut Deutsch gesagt, verachtet. Und das sollte ja auch nicht Sinn und Zweck eurer Aktionen sein, sage ich mal so. Also das ist definitiv alles andere als sinnvoll, diese Aktion. Das ist sogar sehr sinnfrei. Ja, ich denke, das beschäftigt ganz viele. Und ich wollte das jetzt einfach mal aussprechen, freundlich aussprechen, weil ich finde es auch nicht gut. Andersrum finde ich es auch nicht gut, wenn dann Leute kommen und so einen Klimakleber, sage ich mal, über den Fuß fahren oder so. Das finde ich auch nicht gut. Ich meine, klar ist, dass
hinderlich, was die machen. Aber das sollte dann auch nicht auf so rabiate Art und Weise gelöst werden. Das ist auch nicht gerade lustig. Aber es ist auch nicht lustig, dass solche wirklich hinderlichen Protestaktionen gestartet werden, wie dieses Festkleben. Weil das geht halt auch wirklich zu weit. Das geht halt auch so weit, dass dann Einsätze gefährdet werden. Wie ich schon sage, Rettungseinsätze, Feuerwehreinsätze und so weiter. Weil wenn ihr euch da festgeklebt habt, könnt ihr ja nicht aufstehen, wenn ein Einsatzfahrzeug kommt. Also behindert ihr den auch. Also kommt der dann auch nicht schnell genug an seinen Einsatzort. Und das sollte ja nicht Sinn der Sache sein, denke ich mir, dass da Menschenleben gefährdet werden. Da einfach mal drüber nachdenken, ob man derartige Protestaktionen vielleicht irgendwie anders gestalten kann, dass es nicht so dermaßen hinderlich für alles ist und vor allem auch keine Schädigungen entstehen. Weil das bringt es nicht. Das bringt es nicht. Damit bringt ihr wirklich, also an alle Aktivisten, damit bringt ihr die Leute gegen euch auf und gewinnt sie nicht für eure Sache. Und ich denke, das ist nicht euer Sinn. Ich denke, das wollt ihr nicht. Aber das bewirkt ihr gerade damit. Das wollte ich einfach mal aussprechen. So, das war mein Wort zum Montag. Und jetzt wünsche ich allen, die das abhören, eine schöne Woche und schönen Tag, Mittag, Abend, wann auch immer ihr euch das abhört. Ja, einfach eine schöne Zeit. Und an alle Aktivisten, denkt mal drüber nach. Es ist wirklich so, mit der Art von Protestaktion gewinnt ihr die Leute nicht für euch, sondern ihr bringt sie gegen euch auf.